Hallo, heute werden wir euch 37 Einkaufstipps verraten für eine vegane Ernährung und kommt mal mit, wir zeigen euch mal alles im Detail. Hallihallo, hier ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Wir gehen mal zu unserem Tisch und zeigen euch mal so Sachen, die wir immer regelmäßig einkaufen, vielleicht als kleine Inspiration, und wir legen mal los. So, hier ist schon mal, ich habe hier alles aufgebaut und die Alexandra, für die ist das teilweise noch neu. Ich habe sie zwar gerade kurz erklärt, aber sie wird auch was dazu sagen. Hier rechts ist noch mehr, aber das kommt am Schluss. Ja. So, wir fangen mal an mit dem Obst, ja, also das sollen einfach nur so Tipps sein, Anregungen sein, was wir immer so kaufen. Wir haben jetzt nicht mehr alles da, aber einfach nur mal so, was wir eigentlich immer einkaufen, wenn wir einkaufen gehen, was wir auch immer im Haus haben. Vielleicht als kleine Inspiration auch für Anfänger, die jetzt anfangen, was wir immer da haben, sind Bananen. Ganz wichtig. Wir kaufen immer die Bio-Bananen, also hier ist jetzt auch noch Fairtrade, aber das sind diese Bio-Bananen vom Lidl, die kaufen wir immer, und da hatten wir jetzt auch ziemlich Glück, dass die schon halbwegs reif waren. Also sie waren zumindest nicht mehr grün. Ganz wichtig, ich lese auch gerade ein Buch über Verdauung und da steht auch nochmal ganz klar drin, man soll keine Bananen essen, die noch nicht reif sind. Das bedeutet, die müssen richtig gelb sein und sollten auch Punkte haben. Erst dann ist die Stärke dort drin umgewandelt in Zucker, dass man das halt wirklich gut aufnehmen kann. Ansonsten kann es wirklich sein, dass man Blähbauch kriegt, Verstopfung, und deswegen unreife Bananen helfen auch gegen Durchfall. Dann haben wir immer, was wir immer kaufen, sind Bio-Äpfel, momentan beim Lidl. Ja. Entschuldigung, das sind auch die vom Lidl, genau, weil die gehen bei uns eigentlich immer. Genau. Dann haben wir gerade Orangen da, manchmal sind es auch Mandarinen oder sonst was. Und ja, die restliche Obst haben wir aufgegessen. Wir haben eigentlich immer Beeren noch da. Was ist das hier drin? Das ist Maracuja. Diese Kerne sind Maracuja. Das esse ich total gern. Das ist so eine große, runde Frucht und schmeckt sehr süßlich, ein bisschen sauer. Das ist noch die allerletzte Himbeere aus meinem eigenen Garten. Und Kaki, die habe ich jetzt auch leer gemacht. Das ist hier, da hatten wir im letzten Video schon mal auch erzählt. So sieht die dann eben aus, wenn sie reif ist. Genau, und Trauben haben wir immer da, Weintrauben. Also wenn sie nicht gerade sehr teuer sind, aber eigentlich schon meistens, ja. Genau, und da kommt gerade die Post, deswegen machen wir eine kurze Pause. So, da geht's weiter mit Gemüse. Also wie schon gesagt, Obst kaufen wir das, was da ist, was bezahlbar ist, und möglichst viel Bio, aber alles kriegen wir nicht immer Bio. Das hier sind Bio-Paprika, auch von Lidl, die haben wir auch regelmäßig in unserer Ernährung drin. Dann auch regelmäßig kaufen wir Süßkartoffeln. Manchmal habe ich die Schnauze voll. Ich mag manchmal Süßkartoffeln total gerne, manchmal nicht so. Wir kaufen sie immer so als Supplement. Meistens essen wir Bio-Kartoffeln, aber die haben wir jetzt auch gerade nicht da, die sind gerade leer. Genau, die sind eben gerade gegessen. Ja, dann erzählen wir über das, was ich nicht so mag, aber was du sehr gerne magst. Das ist Kürbis, das ist jetzt ein Hokkaido-Kürbis. Gibt es auch manchmal in Bio-Qualität beim Lidl, der jetzt leider nicht. Ich mag Kürbis total gern, ich bin leider die Einzige in der Familie, die den mag. Deswegen schummel ich den dann gerne unter, wenn wir Backofengemüse machen, weil dann kann ich ihn essen und die anderen können es lassen. Ja, vor allem kann man noch identifizieren, sozusagen. Ja, genau. Dann, was wir auch jetzt regelmäßig essen, sind Avocado. Ja, gibt es auch jetzt mittlerweile überall. Ist ja jetzt so fast schon Superfood. Ne? Ja, ja. Deswegen gibt es sie auch bei Lidl, bei Aldi, überall. Und ja, muss man halt immer gucken, dass sie so ein bisschen weich sind. Wenn man die im Kühlschrank lagert, dann reifen sie gar nicht nach. Ja? Und wenn man sie draußen lagert, muss man echt gucken, dass das richtig reif ist und nicht kaputt geht. Und hier dran kann man sehen, wenn man das nämlich abmacht, diesen Nupsi hier. Schon zu reif eigentlich, ne? Da kann man das dran erkennen. Da kann man nämlich manchmal auch sehen, wenn die schon vergammelt sind von innen. Ja. Dann Möhren kaufen wir regelmäßig. Da machen wir entweder so einen Möhrensalat raus oder wir entsaften die halt sehr gerne als so Kaliumsaft. Möhren haben ganz viel Kalium und natürlich Vitamine. Und wenn man so ein bisschen mal ein paar Tage zu wenig Obst und Gemüse gegessen hat, dann kann man sich so einen Möhrensaft machen und trinkt mal so ein Glas, dann hat man so viel Kalium, wie man sonst in eine Woche Obst und Gemüse gegessen hat. Dann, was wir meistens nehmen für unseren Salat, ist Roma-Salat, Römer-Salat, Romaner-Salat. Da steht immer was anderes drauf. Ja, aber alles das Gleiche. Alles das Gleiche. Die hat das so die Basis von unserem Salat und das ergänzen wir oft damit Feldsalat oder Rucola oder Gurken. Beiden. Ja, genau. Oder Beiden oder Gurken. Und ja. Und das, Tomaten. Genau. Da kommen wir jetzt mal zu den Tomaten. Genau, die gehören für uns auch meistens in den Salat rein. Genau. Ich mag jetzt die großen Tomaten nicht so gerne. Wir kaufen meistens so Datteltomaten oder so einen Mix.
und die schmecken dann relativ intensiv. Es gibt immer so Zeiten im Jahr, da schmecken die richtig toll, im Sommer meistens, und im Rest des Jahres schmecken die nicht so toll, aber es ist eine schöne Ergänzung, auch farblich so im Salat. Wenn das nur so grün ist, finde ich immer sehr langweilig. Und mit so ein bisschen Rot drin ist es immer klasse. Genau. Genau. Dann Zwiebeln sind halt immer super, wenn man die vorher so ein bisschen andünstet. Und dann, wenn ich mal das mache, ich mache das halt total gerne, Zwiebeln. Ja, ich liebe das. Und dann brate ich immer vorher so ein paar Zwiebeln an. Und wenn der Lars dann hochkommt, dann riecht das halt hier alles nach Zwiebeln. Und dann sagt, ah, du kochst so lecker. Und ich so, nein, das sind nur die Zwiebeln. Weil ich nämlich gar nicht gut kochen kann. Ja. Aber die Zwiebeln, die geben halt einfach so ein Aroma und das ist so lecker. Und deswegen haue ich die mal überall rein, dann brauche ich nämlich nicht mehr zu würzen. Genau, und das hier sind jetzt Gemüsezwiebeln. Die haben den Vorteil, dass man den auch so in den Backofengemüse super gut machen kann. Man schneidet, man viertelt die einfach, als schält die, viertelt die, legt die mit aufs Backblech. Und ich mag die sehr gerne. Du magst das aus dem Backofen nicht so gerne. Nee. Ich mag das aber lecker gerne. Und auch aus dem Dampfgarer finde ich die total lecker. Also aus dem Backofen geht's, aus dem Dampfgarer schmecken die für mich wie eingeschlagene Ich finde die Füße. Super. Ja, sehr Geschmackssache. Genau. Dann haben wir ganz oft, also unten im Keller, im Tiefkühl, haben wir gefrorenes Gemüse. Super praktisch, wenn man nichts Gescheites bekommt. Und da bekommt man es oft auch in Bio-Qualität. Ja, also da gucke ich eigentlich auch immer, dass ich bei Aldi oder bei Lidl dann eben die Sachen kaufe, die Bio-Qualität sind, weil es einfach ja, da ist. Ne? Also warum soll ich denn den anderen... Kostet dann nur unwesentlich mehr. Kaum teurer, ja. Dann, was wir in letzter Zeit ganz oft benutzen, ist halt gefrorene Kräuter. Das hier ist Knoblauch. Ja. Und wenn man gefrorene Zwiebeln immer da hat, auch gefrorene Knoblauch, gibt auch so italienische Kräuter und Basilikum und so, dann kann man halt ganz schnell, auch wenn man keine Zeit hat, das Essen sehr schön verfeinern. Apropos Basilikum, habe ich ganz vergessen. Hier, das hat die Alexandra jetzt mitgebracht und ein Tipp von uns, das habe ich schon mal in einem Video gemacht, wir stellen das in ein Gefäß und füllen dieses Gefäß einfach mit Wasser auf und dann zieht sich der Basilikum von unten mit Wasser voll und der ist jetzt schon mehrere Wochen alt und den muss man dann auch nicht umpflanzen, so da oben sieht es nicht so schön. Aber da sieht man da unten, da sind eben die Wurzeln und die ziehen das dann selbstständig hoch und ich hatte da heute Morgen gerade Wasser reingetan und schon wieder weg. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zu der nächsten Kategorie, so die Getreidegeschichten. Wir backen meistens mit Dinkelvollkornmehl. Pizza machen wir meistens mit dem 630er Dinkelmehl. Das schmeckt dann eher so, ja, wirklich ein bisschen pizzamäßiger. Genau. Aber das ist super. Auch Kuchen und so werden damit sehr, sehr lecker. Kann man sich echt nicht beschweren. Ja, hat sich noch keiner beschwert, hat noch keiner gesagt, die schmeckt aber gesund. Schmeckt man in so einem Schokokuchen überhaupt nicht. Und Weizenmehl haben wir überhaupt nicht im Haus. Genau, nur in Fertigprodukten. Und da merke ich halt auch immer, wenn ich das mal esse, ich habe gestern eine Brezel gegessen, dann gibt es gleich wieder Probleme mit der Verdauung, also mit Weizen. Dann haben wir hier Reis, alle möglichen Arten. Reis kaufen wir auch immer bio, genauso wie Mehl. Und das ist auch ein, essen wir mindestens zweimal die Woche, essen wir auch Reis. Ja. Knäckebrot haben wir jetzt ja wieder für uns entdeckt, das ist eine sehr schöne Ergänzung. Da ist auch hier Roggen und Dinkel drin, kein Weizen, finden wir sehr gut und hat ganz viele Ballaststoffe auch. Dann Falafelmischung haben wir jetzt auch immer da. Wir haben das letzte Mal selber gemacht, das ist aber relativ viel Arbeit. Auch praktisch schnell mal irgendwie ein bisschen Wasser reingekippt und dann kann man so Kugeln draus formen, kann das im Ofen machen oder in der Pfanne. Und dann natürlich noch Haferflocken, aus denen kann man auch alles Mögliche machen, und wenn man nur mit Müsli das Ganze isst. Genau, das machen unsere Kinder eigentlich sehr gerne eben. So, da geht's weiter jetzt mit Hülsenfrüchten. Wir haben ja auch oft Linsen da, die habe ich jetzt gerade nicht rausgeholt. Wir machen ganz oft Berglinsen und rote Linsen, aber als Ergänzung haben wir auch immer Kidneybohnen, um das einfach mal in den Salat zu geben oder einfach so zu essen. Ja, oder für Bohnenburger. Genau, richtig. Kann man auch mit Kichererbsen machen, super gut. Kichererbsen haben wir eigentlich auch immer da. Genau. Mais haben wir eigentlich immer da. Ist auch für den Salat. Oder ja, für was? Auf die Pizza. Auf die Pizza, genau. Passata haben wir da. Ist alles leer gerade. Ist aufgegessen. Genau, kaufen wir auch eigentlich immer Bio, quasi Tomatensauce. Und wir machen es mittlerweile auch so, dass wir den Ketchup quasi für die Kinder damit austauschen, dass wir ganz oft dann eine leere Ketchupflasche auffüllen mit der Passata und die merken gar keinen Unterschied. Die finden das nur so lustig, das selber so rauszuquetschen. Das ist, finden die irgendwie toll. Ja. Dann haben wir immer von irgendeiner Marke meistens einen Bio-Joghurt da, manchmal aber auch nur ein Alpro. Ja, das ist jetzt hier von Norma. Ne? Genau, das ist der von Norma. Die haben halt Natur und
Vanille und Heidelbeere. Heidelbeere mögen unsere Kinder nicht, wir finden es ganz lecker. Da, also den gebe ich auch meiner Tochter eben mit in den Kindergarten, weil die auch einmal in der Woche Müsli essen und eben auch zum Nachtischen. Die isst das auch problemlos. Die Großen mögen das nicht so, weil es halt schon so ein bisschen nach Bohnen schmeckt. Also man schmeckt das schon raus. Deswegen haben wir auch manchmal den Alpro da, weil die haben, das sind der, also der einzige, den wir hier bekommen, der mit Zitronengeschmack ist, und das mag unser Großer halt total gerne. Und deswegen kaufen wir den ab und zu dann auch mal, aber es ist halt immer schweineteuer. Dann Räuchertofu haben wir immer da. Wir schneiden das oft in so Scheiben auf und die Kinder essen das dann so als Ersatz für Fleisch oder Schinken oder so. Oder Wurst. Oder Wurst, das funktioniert sehr gut. Was wir aber immer da haben, ist irgendeine vegane Salami oder Mortadella. Jetzt ist gerade hier von Heiler, ich habe die noch gar nicht probiert. Schmeckt die gut? Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich sie probiert habe. Du hast sie gar nicht probiert. Also für die Kinder hauptsächlich. Dann haben wir auch immer noch einen veganen Käse da. Jetzt ist es der Wilmersburger, weil den Simply V jetzt war wieder gerade nicht da. Ja. Dann haben wir meistens noch ein paar Schokoladen da. Das ist jetzt hier so eine Zuckerschokolade. Da ist dann halt Xylit drin statt normalem Zucker. Wir versuchen Zucker auch gerade momentan, also Zucker, Haushaltszucker zu reduzieren wieder. Dann kommen wir jetzt hier zu den Pflanzentrinks, zu den Pflanzenmilch. Da kann man sich drüber streiten. Wir haben immer früher Milch gesagt. Ich sage immer noch Milch. Hier steht immer überall Trink drauf, deswegen ist mir Wurst. Ich will ja auch, das ist ja auch keine Muttermilch, das ist ja was anderes. Ich finde es eigentlich besser, wenn es Trink heißt. Aber darüber kann man sicher... Pflanzenmilch halt. Ja, ist mir Wurst. Ja. jeder kann da sagen, was er will. Ja. Das ist, und zwar ist es so, das auch nochmal als Ratschlag, wenn man das einmal probiert, irgendeine sagt, das schmeckt mir aber nicht. Ja, da muss man halt auch mal eine Weile suchen, bis man eine findet, die einem schmeckt. Ne? Ja, also es ist auch nicht Sojatrink gleich Sojatrink. Es ist auch sehr unterschiedlich von verschiedenen Herstellern. Ich habe zum Beispiel eben in der Schwangerschaft, fand ich Sojatrink wirk. Ich konnte es nicht trinken. Ich fand es wieder, ich musste mein Getränk, was ich damit gemacht habe, musste ich wegschütten. Ja? Und dann war ich in Kur und dann hatten die nur diese Alpro-Sojamilch. Da dachte ich so, naja, gut, ne, in der Not. Und dann habe ich es getrunken und die konnte ich trinken, weil die natürlich so denaturiert ist im Endeffekt, dass sie wirklich ganz nah an der Kuhmilch dran ist vom Geschmack her, ja. Das ist halt dann auch sehr unterschiedlich, was einem gerade schmeckt, und dann muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Genau. Nur um das kurz zu fassen, ich trinke am liebsten den Hafertrink, unser mittlerer Sohn trinkt am liebsten den Vanille-Sojatrink, das verträgt unser Großer aber nicht. Unser Großer trinkt am liebsten den, der hat sich auch letztens nochmal beschwert, dass er den doch wieder haben will. Den kaufe ich meistens mit Calcium, weil da so eine Alge drin ist. Algen sind nie verkehrt, ja, kostet das gleiche wie ohne, ist Wurst. Und ja, so hat jeder sowas, was er mag. Und was man wirklich empfehlen kann, Anfängern ruhig mal ein paar Alpro-Sachen probieren. Die haben zwar sehr viele Inhaltsstoffe, aber die kriegen es meistens hin, dass das irgendwie so schmeckt wie das Original. Genau, ja. Man gewöhnt sich dann auch mit der Zeit dran. Dann kommen wir noch zu so ein paar Nahrungsergänzungsmitteln, die optional halt sind. Wir haben ja schon ganz viele Videos über Vitamin D gemacht. Da haben wir immer da Vitamin D-Tropfen und Vitamin K2-Tropfen. Wir haben zwei verschiedene Arten von B12 da. Einmal Tropfen für die Kinder, weil sich die einfacher dosieren lassen. Da können wir einem Kind halt 3 Tropfen geben, dem anderen 6 und so weiter und so fort. Und dann haben wir so ganz hochdosierte Lutschtabletten für uns, die nehmen wir alle 1-2 Tage und dann geht es uns gut. Zusätzlich haben wir auch seit einigen Wochen und Monaten, aber seit Wochen eher regelmäßig Omega-3-Kapseln im Gebrauch. Und man kann ganz klar sagen, die Hormonfunktion wird besser und auch Haare, Haut und Nägel werden auch fester und nicht mehr so brüchig. Also das ist super. Das ist dann halt aus Algenöl. Und was wir auch täglich momentan nehmen, ist ein Erbsenproteinpulver, das wir uns meistens mixen mit Wasser und 1-2 Bananen. Und das schmeckt richtig lecker cremig und befriedigt auch so den Süßhunger. Ja, dass man weniger Süßigkeit essen muss. Das hier mit Schokolade kann ich sehr empfehlen. Schmeckt super lecker. Und das macht auch richtig satt. Macht auch richtig satt. Das mache ich meistens abends, bevor wir uns auf die Couch setzen. So, das ist jetzt hier unsere kleine Übersicht, die wir haben über die Sachen, die wir meistens so kaufen, regelmäßig kaufen und benutzen. Und ja, schreibt ihr doch nochmal unten in die Kommentare, was ihr am liebsten esst. Ich glaube, es gibt ja so viele vegane Lebensmittel, da könnte man jetzt irgendwie 20 Stunden Video drüber machen. Und man muss auf nichts verzichten. Es sind ganz viele Sachen hier drauf, die wir früher nicht gegessen haben, wie Falafeln und regelmäßig Bohnen und Räuchertofu und was weiß ich alles noch. Und auch Süßkartoffeln habe ich früher nie gegessen. Kichererbsen nicht. Also es ist einfach so, wenn man vegan wird, es kommt so viel Neues dazu und es schmeckt alles so lecker, dass es keinen Verzicht darstellt.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja. Ja. Gebt uns, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Urlaub, schöne Arbeitszeit, was auch immer. Frohe Weihnachten. Frohe Ostern, schönen Geburtstag, ein tolles Familienfest oder einfach nur eine schöne Zeit hier vom Handy, vom Tablet oder vom Computer. Und wir grüßen euch bis bald. Tschüss.